Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Das Elysian Tale. Und für uns geht es jetzt ab in die Schlacht gegen Gaius' Armee. Wir haben das Mondblüterlager so gut wir konnten darauf vorbereitet. Und jetzt werden wir Gaius' Soldaten mal zeigen, was eine Hake ist. Dass wir kein Schwächling sind. Und dass er mit uns den schlimmsten Gegner... Aua! Der die Lava springen kann, ja. Hat. Haben wir was gegen Verbrennungen? Ja, hier. Gut. Das sollte ich aber allerdings nicht so einfach hier als Quick-Ding nehmen. Was nehmen wir denn als Quick? Na, nehmen wir Hot Dogs. Davon haben wir die meisten noch. Dessen mal ein paar von den Äpfeln. So. Hallo, Blitzassassinen. Viecher. Komm raus. Ich weiß, dass ihr da seid. Ja, da bist du ja. So. Galbi vom Holzkohlegrill. Wollte ich mich veralbern. Was für komisches Essen finden wir denn noch? Okay. Weg mit euch. Gelber Resonanzdinger öffnen. Quick Save. Hallo Kumpel. It seems my secret is out, yes? It honestly wasn't that much of a secret. So, you were keeping watch on us this whole time? In a manner of speaking, just making sure you were well supplied for the journey. Well, we appreciate the help. I am glad, my friend. Anything you need, you just let me know. Ja, er verkauft uns immer noch Sachen und wahrscheinlich jetzt sogar die besten. Ja, genau. Okay, verkauft er uns irgendeinen interessanten Anhänger des Irren? Ja, das ist der Anhänger des Feiglings. Satan haben wir schon. Rüstungsmäßig verkauft uns auch nichts Tolles. Was ist damit? Schrecklicher Ring der Verwüstung. Der klingt nice. Aber brauchen wir auch nicht. Davon haben wir genug. Ah ja, Verkaufsmodus. Ich will dir nämlich die Hundemarke andrehen. So, die brauchst du unbedingt. Haben wir irgendwas noch an ihn zu verkaufen? Weil eigentlich müssten wir jetzt 42 haben. Alle 42 Sachen haben. Irgendwas haben wir noch nicht. Ah, hier. So, jetzt haben wir alle 42 Sachen an ihm verkauft. Gut. Dann können wir weitergehen. Können wir weitergehen. There, the warriors are gathering. Ah, Mithrarin, superb timing. As you can see, our path out of the camp is blocked. Some manner of rock slide, very unpredictable. Yes, that happens sometimes when you build your village in a volcanic wasteland. Ah, super. Anyway, we will need to clear this obstruction before we can exit the camp. I'll see what I can do. Okay, dann gucken wir mal, was wir tun können. Da lang kommen wir schon mal nicht weiter, also geht's nur runter. Lutsch. Hier können wir durch. Hier sind zwei Kisten. Wow. Zwei Kisten voll mit Essen. Und eine Kiste voll mit Gegnern. Und einem Schlüssel. Nicht schlecht. Hier geht es nur wieder nach oben. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen erstmal gucken, was hier drüben ist. Wow. Na, ganz toll. Ah, aber es kommt gleich die nächste Plattform, Gott sei Dank. So.
Hier geht es wahrscheinlich auch nur wieder nach oben, aber wir wollen weiter nach unten. Ne? Oh, na ganz toll, wieder Bomben. So, weg mit euch. Wow, ho, ho, ho. Save Point. Können wir immer gebrauchen. Au. Wir brennen. Autsch. Das wollte ich nicht so unbedingt. Mal kurz ein Eis einwerfen. Dass wir aufhören zu brennen. Und hier ist eine Fähigkeit. Energiesprung verfügbar. Drück beim Gleiten auf einen Luftstrom Space, um einen massiven Impuls nach oben zu bekommen. Wow. Ich bin beeindruckt. Das ist also die Fähigkeit, die noch gefehlt hat. Okay. Wow. Ja, ich brenne schon wieder. Also noch ein Eis einwerfen. Aber dieses Mal brenne ich ziemlich böse. Und da ist ein Käfig. Sehr gut. Und wer ist diesmal drin? Wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Ja, ich kenne nicht alle in die Spiele, ich gebe es zu. Wow. Na? Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Und so komme ich auch wieder hierhin zurück. Kann mich jetzt hier hochschießen. So, damit müsste ich dann hier hochkommen, hä? Jawohl. Hier sind wieder so Assassinen. Aber wisst ihr, was ich jetzt gerade beschlossen habe? Ich habe beschlossen, jetzt da ich den Resonanzstein habe und auch die Fähigkeit und da eh ein dicker Felsen den Weg versperrt. Weltkarte. Hier fehlt noch ein Gebiet, so wie das aussieht. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ja, jetzt schließen wir erstmal den Schützenpass ab, würde ich sagen. Und ja, ich weiß, dass das nicht irgendwie etwas untypisch ist, aber... Ja. Ups. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir sonst zum Ende kommen, was die Gebiete angeht und auch was das Spiel angeht und wir so die 100% nicht schaffen. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen Out-of-Rollenspiel ist, was ich mache. Aber was soll's. Hier einfach mal durch die Resonanztore durch. Und hier weiter. Wow. Na ganz toll. Wieder noch mal das Ganze bitte. Und irgendwie muss ich hier gerade ein bisschen an Bastion denken. Also an das Indie-Spiel. Da tauchen nämlich auch die Sachen einfach von unten her auf. Und noch ein Resonanztor. Und noch eins. Okay, das wird wahrscheinlich für den Regenbogen gewesen sein.
Und Käfig. Sesam, öffne dich. Und wer ist drin? Tatsächlich. Das ist der Typ aus... die Hauptfigur aus Bastion. So. Einmal zurück teleportieren. Und dann ist nur noch die Herausforderung da unten eigentlich da. Die können wir auch gleich machen. Schnell machen. Ups. Einfach runter. So, vorbei an denen. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir die Herausforderungen jetzt machen. So. Hier geht's nach unten, hoffe ich mal. Geht's auch. Oder auch nicht. Ach ja, eins weiter geht's nach unten. So, euch brauche ich nicht mehr. Ja, eine Statue von... Ach so, hier muss ich ja nach unten, gell? Genau, hier nach unten. So, kontert das bitte. Autsch. Komm, geh weg. Und hier müsste die Herausforderung dann gleich sein. Genau. Nummer 6. Okay. Ja, super. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Was kriegen wir dafür? Ein Kampfkunststein. Hey, cool. Und eine Zunderklinge. Aber wir haben das Secret da nicht gefunden. Deswegen gehen wir einfach nochmal rein. Versuchen, das Secret zu finden. Ups. So. Mal in Rot reinspringen. Okay, Rot bringt uns wieder zurück. Und dieses Rot? Achso, das bringt uns dahin. Hier könnte ein Secret sein. Hier ist aber keins. Okay, Zeit ist abgelaufen. Bonuszeit. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das bringt uns nur zurück. Das Rot bringt uns auch zurück, gell? Wieder in Blau rein. In Gelb rein. Wo bringt uns Lila hin? Bringt uns zurück, okay. Und Orange bringt uns zum Ziel, gell? Nein, Orange bringt uns zu Flammendingern. Wow, wow, wow. Wow. Da ist die Truhe. Das ist sogar eine Truhe und nicht nur ein Schlüssel. Massives Upgrade? Okay, das ist nicht viel wert. Okay, wieder hier in Blau rein, in Gelb rein. Und hier in Blau rein. Das müsste uns zum Ziel bringen, genau. Aber es reicht nicht für 4 Sterne.
Auch nicht schlimm. Wir haben das Secret hier gefunden. Und damit mache ich erstmal wieder einen Cut hier. Bis gleich.